Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 3. Und wir waren jetzt hier gerade dabei, die Miliz zu ignorieren. Also ich schleiche mich da mal ganz langsam ran. Und den müssen wir eliminieren. So. Oh Gott. Ich versuche ja einfach mal im Gebüsch zu bleiben. Und den müssen wir umbringen, okay. Da gehe ich erstmal hier hinter dem in den Busch hier. So. Töte den erstmal. So. Ohne offene Konflikte. Okay. Den muss ich irgendwie eliminieren. Oh oh, oh oh, oh oh, jetzt haben sie das gesehen. Scheiße. Schnell hier verstecken. Tötet sie! Okay, jetzt werden wir wohl eher anwenden. Das war's dann wohl mit der offenen Konflikten. Schade. Oh, du bist tot. Jetzt müssen wir angreifen. Auf den da. Komm, angreifen. Ja. Den müssen wir nämlich töten und... Der ist tot. Nice. So. Wir haben zwar das optionale Missionsziel mal wieder nicht geschafft. Aber dafür haben wir unser Hauptmissionsziel erfüllt. Und so sollte es ja auch sein. Wir haben uns jetzt hier getarnt als Soldat. Und also als Rotrock. Und jetzt würde ich mal sagen, reiten wir ein bisschen schneller einfach mal durch. Oder halt auch nicht. Und die haben jetzt nichts gegen uns, wie es aussieht. Nein. Gehen wir mal da. Es war eine Ehre. Edward. Nicht so lustig am anderen Ende des Laufs, nicht wahr? Achtung! So. Wo seid ihr hin, Edward? Okay, jetzt schnell die Pulverkacheln zerstören. Oh, cool. Aber wir müssen dem noch folgen, deswegen vernachlässige ich das, glaube ich, erstmal. Oder schafft ihr es, da drauf zu schießen? Komm, schieß. Nee. Ich krieg das nicht hin. Wir reiten ein bisschen schneller so. Oh fuck. Komm schon. Gas. So. Den kriegen wir noch. Komm, komm, komm. Go, go, go. Jetzt haben wir ihn. Ich hielt euch nie für einen Feigling, Edward. Na dann kommt! Diese Arroganz. Ich wusste, sie würde euer Ende sein. Wird euer Ende sein. Nicht. Schnell, bevor er davonkommt! Ich sagte los! Ach, so ein Feigling rennt einfach weg. Werden wir ihn mit dem Messer erlegen. Nicht wie eine Pussy mit der Pistole, aber... Verzagt, Edward! Aber ihr habt es erzwungen! So, du wirst draufgehen.
Tod öffnet eine Tür. Ist nichts Persönliches. Naja, vielleicht ein bisschen persönlich. Ihr wart mir ein Dorn im Auge, schon lange. Aber wir sind doch Waffenbrüder. Einst vielleicht. Jetzt nicht mehr. Glaubt ihr etwa, ich hätte die Morde vergessen, ihr... erschlugt Unschuldige ohne jeden Skrupel und wofür? Es hilft dem Frieden sicher nicht, wenn man ihn mit dem Säbel erzwingt. Falsch. Würden wir das Schwert nur öfter und ungehemmter einsetzen, die Welt wäre doch ein viel besserer Ort, als sie nun ist. In diesem Fall habt ihr recht. Lebt wohl, Edward. Okay, das wäre dann wohl kein Hindernis mehr. Ich habe meinen Teil des Vertrags erfüllt. Ich erwarte, dass du deinen hältst. Folge mir. Nein. Nein! Du scheinst enttäuscht. Ich dachte, es sei ein Schlüssel, dass er hier etwas öffnen würde. Diese Kammer ist aber alles. Ich habe mehr erwartet. Was bedeuten sie? Es erzählt die Geschichte von Yodzitsitsu, die in ihre Welt kam und sie formte, damit sie leben kann. Ihr Weg war beschwerlich, voller Verluste und Gefahren. Doch sie glaubte an ihre Kinder, an ihr Potenzial. Und obwohl sie schon lange nicht mehr unter uns ist, blickt sie stets schützend auf uns. Ihre Ohren hören unsere Worte. Ihre Hände führen uns noch. Und ihre Liebe gibt uns noch Kraft. Du hast mir viel Güte entgegengebracht, Sio. Ich danke dir. Ich sollte gehen. So, dann haben wir die Mission beendet, zwar wieder ohne optionale Missionsziele, aber die sind auch manchmal einfach zu schwer. Ja, das geht manchmal einfach nicht. So. Und mal sehen, wie es weitergeht. Ein paar Tage später. Okay, jetzt gucken wir erstmal auf die Map. Okay, hier ist nichts Neues dazugekommen. Oder ist hier irgendwas? Da haben wir was. Na komm. So. Ein Gespräch? Nee, das will ich nicht. Ich gehe lieber jetzt, glaube ich, wieder zu meiner Mission über. Und hier. Was passiert, wenn wir hier im Weg stehen bleiben? Werden geschubst, okay? Egal. Wir machen mit der Mission weiter. So. Tür. Master Kenway. Habt ihr es gefunden? Es war nicht der richtige Ort. Die anderen warten
auf euch. Gentlemen. Bitte, setzt euch. Ich fürchte, unser Tempel war nur eine bemalte Höhle. Allerdings enthielt er Bilder und Schriften der Vorläufer. Das heißt, wir sind nah. Nicht nah genug, wie es scheint. Wir müssen die Anstrengungen verdoppeln, unseren Orden erweitern und eine feste Basis einrichten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Städte entdecken werden. Genau. Hört, hört. Des Weiteren glaube ich, dass es an der Zeit ist, Charles in unsere Reihen aufzunehmen. Er hat sich als loyaler Anhänger erwiesen, diente uns tadellos bereits vom ersten Tag. Er sollte in unser Wissen eingewiesen werden und von diesem Geschenk profitieren können. Ist jemand dagegen? Nun gut. Charles, fangen wir an. Schwört ihr die Grundregeln des Ordens und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Niemals unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens. Ich schwöre. Und dies von nun bis in den Tod. Koste es, was es wolle. Ich schwöre. Seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Gemeinsam werden wir die Geburt einer neuen Welt einleiten. Eine der Sinnhaftigkeit und Ordnung. Eure Hand. Ihr seid ein Templer. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Moment, was? Okay, wir haben ein neues Mitglied in unserer Reihe und ja, die Pläne hören sich nicht ganz so gut für die Indianer an oder für diesen Stamm. Mal sehen, wie es wieder weitergehen wird. Ihr habt das gesehen, oder? Wow. Allerdings wow. Hathams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen. Er ist auch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort? Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, tu dies, Desmond, tu das! Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templerverschwörer. Und fänd's klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst! Da hast du deine Antwort. Ich hab satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die Scheiß-Templer! Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarden. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen. Du musst dich zusammenreißen. Uns rennt also, die Zeit davon. Das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert und fang mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Okay. Dann sehen wir uns hier mal kurz um. Würde ich sagen. Mal gucken, was da drüben vielleicht so gibt. Oh, okay. Und das sieht nämlich ja auch sehr interessant aus. Oh.
Was ist da los? In den Anfängen, als wir dachten, wir könnten uns retten, wollten wir den Zorn der Sonne nutzen und einfangen. Vier Türme wollten wir bauen, um ihre Wut dorthin zu lenken und sie dann zu zerstören. Aber trotz all unseres Wissens, all unserer Macht, dauerte es zu lang. Tausend Jahre der Arbeit wären trotz all dem nicht genug gewesen. Der erste Turm wurde nie gebaut, das Projekt aufgegeben. Wir zogen weiter. Doch während wir uns Neuen zuwandten, kehrten einige zurück. Sie wollten den Prozess automatisieren. Metall könnte beenden, woran Fleisch scheiterte. Okay. Interessant, würde ich sagen. So, haben wir hier noch irgendwas? Kommen wir vielleicht lang? Ja. Da geht's weiter, okay. Kommen wir da hin? Ist die Frage. Ich weiß, wenn es da hoch. Und vielleicht da lang. Wenn wir die grausame Macht der Sonne nicht nutzen konnten, vielleicht konnten wir sie abwehren. Wir konnten die Felder schon erzeugen, um uns in Zeiten des Zists zu schützen. Doch dieses waren kleine und simple Dinge. Sie in den ganzen Ausmaßen eines Planeten zu erschaffen, dafür mangelte es unserer Energie. Die halbe Welt, sagten sie dann. Das wäre besser als nichts. Ein Versuch. Wieder ein Fehlschlag. Ein Viertel, fragten sie. Selbst das schafften wir nicht. Ein Sechstel, ein Achtel, ein Zehntel, riefen sie. Die Antwort blieb die gleiche. Mit viel Zeit könnte eine Stadt verschont werden. Doch über diese Zeit verfügten wir nicht. Jetzt zogen weiter. Okay, die mysteriöse Frau scheint uns zu verfolgen und ich würde sagen, ich beende mal an dieser Stelle die Folge. In der nächsten Folge sehen wir weiter, was die Frau uns vielleicht noch zu sagen hat. Bis dann würde ich sagen, ciao, bis zur nächsten Folge.